Na, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie, das heißt David Palme, der Redner des heutigen Abends, und ich heiße Winfried Schröder. Wir kommen beide aus der Philosophie. Herr Palme war in Marburg in der Philosophie, ich bin es noch, also das noch, dürfen Sie jetzt nicht falsch verstehen, es sind einige gegangen in der Philosophie. Es hat nicht diesen Unterton, ja. In meinem Alter wird man nicht mehr wegberufen. Okay. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie nicht lange auf den Vortrag von Herrn Palme, dessen wegen Sie gekommen sind, warten lassen. Aber einige wenige einleitende Worte, das ist zu laut, einige wenige einleitende Worte zu dem Ort und zu der Institution, an der wir uns hier befinden und zu dem Zustand, in dem die Philosophie sich hier zwischen 1933 und 1945 befand, sind, wie ich finde, nicht unangebracht. Aber ich verspreche Ihnen, dass ich mich sehr kurz fassen werde. Wie an anderen Universitäten auch, gab es ab 1933, auch in Marburg, Verfolgung und Vertreibung. Erich Frank, ein bedeutender Experte für antike Philosophie, und der heute noch gelesene Karl Löwitt sind nur die bekanntesten Namen. Aber es gab Besonderheiten, die die Marburger Konstellation von den Verhältnissen andernorts unterscheiden. Ich beschränke mich auf 5 Pünktchen. Punkt 1. Einen großen Unterschied macht der Marburger Neukantianismus aus, den wir vor allem mit Hermann Cohen, der bis 1913 hier war, und Paul Nathorp verbinden. Zu denken ist auch an den Kreis ihrer Schüler, wie Franz Staudinger und Karl Vorländer, die sich um eine von orthodoxen Marxisten als Revisionismus geschmähte Synthese von Kant und Marx bemühten. Auch außerhalb des Hörsaals wandten sich die Marburger Neukantianer gegen völkische und antisemitische Tendenzen. So warnte Paul Nathorp bereits 1894 vor den, ich zitiere, aktiven Burschenschaftlern, die fast durchweg, ich zitiere weiter, schroff antisemitisch sind, vielfach bedenklich chauvinistisch und ganz besonders geneigt, in einem wohl gar öffentlichen Feldzug gegen den inneren Feind, die Sozialdemokratie, einzutreten. Zitat Nathorp zu Ende. Man könnte nun denken, dass eine Universität, die von Persönlichkeiten wie Cohen und Nathorp geprägt war, gegen nationalsozialistische Tendenzen immun war. Aber das wäre klar, naiv und natürlich war es nicht so. Punkt 2. Vielerorts war die nationalsozialistische Umgestaltung der universitären Philosophie sozusagen ein Top-Down-Prozess. Von der Wissenschaftsbürokratie, von den zuständigen Ministerien, also von oben, wurde Druck ausgeübt, um politisch, weltanschaulich oder rassisch unerwünschte Lehrende aus ihren Ämtern zu vertreiben und genehme Figuren zu installieren. Und es gab natürlich die vielen Professoren, die zuvor keine Nationalsozialisten gewesen waren, vielleicht deutschnational, aber 1933 von der Begeisterung für die nationale Erhebung erfasst wurden. Druck und Vertreibungen und das zweitgenannte Phänomen, das Umfallen, gab es in Marburg natürlich auch. Aber in manchen Hinsichten ging es hier anders zu. Dass hier in Marburg die Philosophie braun wurde, lässt sich in mehreren Hinsichten als ein Bottom-up-Prozess beschreiben. Und zwar erstens wegen der Studentenschaft. Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund fuhr bei den Wahlen zum Allgemeinen Studentenausschuss bereits in den späten 20er Jahren enorme Ergebnisse ein. Sein Erfolg war, so fassen es die Historikerin Anne Nagel und der Marburger Historiker Ulrich Sieg zusammen, im nationalen Vergleich überdurchschnittlich. Zweitens der Lehrkörper. NS-Philosophen wurden dem Marburger Institut nicht von oben aufoktroyiert. Einer der wichtigsten war nämlich schon da, Erich Rudolf Jentsch. Professor war er hier bereits seit 1913 als direkter Nachfolger Hermann Cohens. Jentschs Hinwendung zum NS erfolgte bereits in den 20er Jahren. In den 30er Jahren war er einer der prominentesten NS-Philosophen. In seinem Hauptwerk
einem sehr einflussreichen und vielgelesenen Buch seiner Zeit mit dem Titel »Der Gegentypus« entwarf Jentsch eine Sozialpsychologie desjenigen Menschentypus, dessen Ausmerzung der NS anstrebte. Auch der andere ordentliche Philosophieprofessor an unserem Institut, Dietrich Mahnke, musste nicht dazu gedrängt werden, sich der völkischen Bewegung anzuschließen. Auch er war schon vor 1933 Nationalsozialist. In einem Text von Jentsch aus dem Jahre 1938 findet sich hierzu eine, wie ich finde, sehr interessante Bemerkung. Jentsch wandte sich in diesem Text gegen die Verwendung des Wortes Gleichschaltung, das wir ja auch üblicherweise und manchmal unbedacht, ja, dass wir oft verwenden, wenn wir uns auf die Vorgänge jener Zeit beziehen. Jentsch wandte sich gegen das Wort Gleichschaltung, denn von Gleichschaltung, so meinte Jentsch, werde vornehmlich im gegnerischen Ausland gesprochen, um zu insinuieren, dass der NS Widerstände hätte brechen müssen, um sich in der Wissenschaft durchzusetzen. Die von Jentsch vorgeschlagene Sprachregelung ist eine andere, nämlich, ich zitiere, Gleichläufigkeit zwischen Wissenschaft und Politik bei uns. Und es ist klar, was er meint. Die deutschen Wissenschaftler und die hier mitgemeinten Philosophen haben sich in freudiger Bereitschaft der NS-Bewegung angeschlossen. Trotz der rühmlichen Ausnahmen, die es in dieser Hinsicht gegeben hat, muss man Jentsch in diesem Punkt aufs Ganze gesehen leider wohl recht geben. Punkt 3. Der eben erwähnte Erich Rudolf Jentsch liefert uns auch in anderer Hinsicht ein lehrreiches Beispiel. Würden Sie schon mal zum Cursor gehen? Er war der Verfasser eines Buches, meine Damen und Herren, dessen Titel, so werden Sie sagen, schon, dessen Titel schon wie eine übertriebene Satire klingt. Nein, noch nicht. Aber er ist es keineswegs. Der Titel lautet »Der Hühnerhof als Forschungs- und Aufklärungsmittel in menschlichen Rassefragen«. Wenn Sie nicht glauben, dass es das gab, hier ist eine Abbildung des Exemplars der UB Marburg. Nun, belustigend ist das überhaupt nicht. Jentsch entwirft hier nämlich Methoden einer biologistischen Rassenlehre anhand von kategorialen Unterscheidungen zwischen, ich zitiere, Nordhühnern und Südhühnern, also wertvollen nordischen Hühnern, die insbesondere das Potenzial zu heroischen Kampfhühnern haben, und minderwertigen Südformen, Kategorien, die sich nach Jentsch naturgemäß ohne weiteres auf Menschen übertragen lassen. Und Jentsch empfiehlt den Hühnerhof als Instrument einer rassekundlichen Erziehung, die man bereits Kindern angedeihen lassen sollte. Ich denke, das zeigt auch unabhängig von einer moralischen oder politischen Beurteilung, nämlich bereits unter Zugrundelegung der basalsten und selbstverständlichsten wissenschaftlichen Standards wird drastisch deutlich, wie sehr die Philosophie durch den NS auf den Hund gekommen ist oder auf das Huhn, wenn Sie wollen. Punkt 4, vorletzter Punkt. Und Heidegger, werden Sie fragen? Nun, zu Heidegger in Marburg, ist in diesem Zusammenhang, um den es heute Abend geht, nichts oder fast nichts zu sagen. Dies aus dem einfachen Grund, dass Heidegger 1933 längst in Freiburg war und dort seine berühmte Rektoratsrede hielt, in der er sagte, der Führer sei das Gesetz, an dem wir uns zu orientieren hätten. Während seiner Marburger Zeit war Heidegger, soweit wir wissen, übrigens anders als seine Frau Elfriede, noch kein Nationalsozialist. Hierzu ein bizarres Detail aus einem Gutachten, das der eben erwähnte Jentsch über Heidegger verfasst hat. Jentsch schreibt dort in diesem Gutachten im Jahre 1934, ich zitiere, das Denken Heideggers hat genau den Charakter des talmudisch-rabulistischen Denkens. Er übt daher auf Juden und Judenstämmige jederzeit die größte Anziehungskraft aus und wurde, ich zitiere Jentsch weiter, in Marburg geradezu zum Führer einer jüdischen Clique. Diejenigen, die Heidegger hier kannten, standen darum wie vor einem Rätsel, als sie hörten,
dass ich Heidegger unserer Bewegung angeschlossen habe. Zitat Ende. Das klingt recht merkwürdig, nicht wahr? Ein Nazi geht den anderen in dieser Weise an. Aber es ist doch auch typisch für die Konstellationen der Philosophie ab 1933. Typisch ist, dass unter deutschen Philosophen sehr viele waren, die ihre sehr unterschiedlichen philosophischen Lehren jeweils dem Nationalsozialismus als Leitideologie andienen wollten. In dieser Hinsicht gab es unter den Philosophieprofessoren eine echte Konkurrenzsituation. Und wie man sieht, gingen dabei manche mit ihren Konkurrenten, die dasselbe beabsichtigten, nicht gerade zimperlich um. Unbestreitbar scheint mir aber zu sein, dass Jentsch den Heidegger nicht genau gelesen hat. Denn bereits in Sein und Zeit, dem oft als unbescholten bezeichneten Buch, das er in Marburg verfasst hat, findet man manches, das eigentlich nach dem Geschmack des Nazi Jentsch hätte sein müssen. Ziemlich weit gegen Ende des Buches Sein und Zeit, aber so weit kommt ja nicht jeder bei der Lektüre, findet man Bemerkungen über, ich zitiere, das Geschehen der Gemeinschaft des Volkes, in dem die Schicksale im Vorhinein schon geleitet sind. In der Mitteilung und im Kampf wird die Macht des Geschicks erst frei. Zitat Ende. Das ist natürlich ein ziemlich dunkles Geraune, aber, denke ich, spezifisch nationalsozialistisch ist es eben drum auch nicht. Andererseits aber scheint es doch durchaus anschlussfähig zu sein an die Ideologie, die 1933 an die Macht kam. Die eben zitierte Stelle liegt es meiner Meinung nach nahe, mit Wolfgang Fritz Haug zu fragen, ich zitiere ihn, ob nicht die Faschisierung der Philosophie in seiner Zeit bereits vollzogen ist. Inzwischen kommt durch die Edition von Heideggers sogenannten schwarzen Heften immer mehr Material zum Vorschein, das in dieser Hinsicht Aufschlüsse geben kann. Aber das müssen wir erst einmal gründlich studieren. Und so komme ich zum letzten Punkt. Es geht um eine letzte Besonderheit Marburgs, die die Zeit nach 1945 betrifft. Hier steht Marburg im Vergleich zu anderen Universitäten einmal anders da. Etwa im Vergleich zu einer benachbarten Lehranstalt. Ich meine die Universität Gießen. Sie war in einem Maße nationalsozialistisch durchseucht, dass in der unmittelbaren Nachkriegszeit an eine Wiedereröffnung überhaupt nicht zu denken war. Man konnte nichts anderes tun, als sie zur Justus-Liebig-Hochschule für Bodenkultur und Veterinärmedizin zu degradieren. So hieß sie wirklich. Also Hühnerforschung wurde wahrscheinlich nicht gemacht. Aber Philosophie gab es jedenfalls in Gießen nicht mehr. Erst im Jahre 1957 wurde der Universitätsstatus wiederhergestellt. Dass es hier in Marburg anders aussah, verdankt die Philippina seinem ersten, von den Alliierten eingesetzten Rektor, dem Philosophen Julius Ebbinghaus. Er hat hier eine Entnazifizierung durchgeführt, wie es sie in vergleichbarer Konsequenz an keiner anderen Universität gegeben hat. Einzelheiten können Sie nachlesen in den Publikationen von Anne Nagel und Ulrich Sieg. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen versprochen, Sie nicht allzu lange auf Herrn Palmes Vortrag warten zu lassen, weil es vielleicht doch ein bisschen zu lang. Deshalb belasse ich es jetzt hiermit bei diesen Bemerkungen, möchte aber, bevor Herr Palme das Wort ergreift, ein paar Worte zu seiner Person sagen. Herr Palme hat hier in Marburg Philosophie studiert und sein Studium hier am Ort mit dem Bachelor abgeschlossen. Seine Arbeit hatte den Titel »Alles andere als Barbarentum?« Fragezeichen, das ist ein Zitat, über die Entstehung einer nationalsozialistischen Moralphilosophie. Herr Palme ist auch auf anderen Feldern aktiv, hat sogar auch publiziert schon auf anderen Feldern, zum Beispiel einen Beitrag zu Darwins Metaphern im Marburger Portal für die Geschichte. er ist einigen von Ihnen auch deshalb bekannt, weil er in vielen Gremien ehrenamtlich aktiv war. Er war Referent des AStA Marburg, Mitglied des Studentenparlaments der Philipps-Universität, Mitglied der Fachschaft und im Vorstand der Fachschaftskonferenz. Zurzeit ist er in der Halbzeit eines Masterstudiums in Frankfurt am Main, so ungefähr, ne? Ja, im Anlauf. Ja.
Herr Palmich, ich glaube, wir freuen uns, dass Sie die Einladung zu diesem Vortrag angenommen haben. Ja, vielen Dank für die Moderation. Ja, und hallo und also auch und danke für die Einladung und überhaupt das Angebot, hier referieren zu dürfen. Also bei Ihnen einmal, dass Sie mich vorgeschlagen haben und bei Frau Linke und den anderen, die das hier organisieren. Und genau, ich möchte mich auch bedanken bei Frau Breitenstein, die, wie ich heute erfahren habe, aber gar nicht mehr hier an der Uni ist, die mich bei meiner Bachelorarbeit sehr gut betreut hat und genau, auf der basiert das ja alles, was ich jetzt erzähle. Und Herr Schröder hat schon ganz schön viel Pointen und Punkte vorweggenommen, aber das ist vielleicht ganz gut, dass zu ein paar Sachen kommen wir auch wieder zurück und bei ein paar Sachen bin ich auch anderer Meinung, sodass wir dann auch sicherlich was zum Diskutieren vielleicht haben. Genau. Vor 4 Jahren hat hier in Marburg die Heidegger Gesellschaft getagt und hat ihre Jahrestagung hier abgehalten. Und die Fachschaft Philosophie, zu der ich auch damals gehört habe, hat einen kritischen Vortrag im Vorfeld organisiert. Und darin stellten sich die beiden Referenten die Frage, ob Heideggers Hauptwerk Sein und Zeit, das ja eben schon erwähnt wurde, ob die Philosophie, die darin vertreten wird, denn eben eine nationalsozialistische sei. Und die Referenten kommentierten das mit einer Bemerkung, die mich sehr überrascht hat und mir gleichzeitig ziemlich schlau vorkam, sodass sie mich eine Weile beschäftigt hat. Nämlich sagten sie, man wisse gar nicht, was das sein soll, eine nationalsozialistische Philosophie, oder was eben dieser Ausdruck nationalsozialistisch als ein philosophischer oder geisteswissenschaftlicher oder was auch immer für Begriff eigentlich bedeuten soll. Also wenn man das versucht anders zu lesen als nur historisch, als eine Beschreibung von einer Zeit oder einer Partei. Wenn man versucht, darauf eine Antwort zu geben, was nationalsozialistisch eigentlich bedeuten soll, dann verfängt man sich ziemlich schnell in Zirkelschlüssen. Sagt man etwa, nationalsozialistisch sei eine Philosophie, die von Nazis vertreten werde, dann verschiebt man bloß die Frage. Dann ist nämlich die Frage, wer ist eigentlich ein echter Nazi? Nur die, die sich selbst als solche bezeichnen, oder muss man SS-Mann gewesen sein, oder reicht das in der SDAP gewesen zu sein, sie gewählt zu haben, oder zur fraglichen Zeit in Deutschland gelebt zu haben? Oder man kann es auch andersrum fragen, war wirklich jedes Parteimitglied so durchdrungen vom Gedankengut, als dass es das auf den Begriff bringen könnte? Und ist ein Text nationalsozialistisch genau dann, wenn er zwischen 1933 und 1945 in Deutschland verfasst wurde? Wohl kaum. Also alle diese Fragen muss man mehr oder weniger als unzureichend zurückweisen. Und um eine Auswahl von Texten oder AutorInnen zu treffen, müsste man also schon wissen, wonach man eigentlich sucht, wenn man beantworten möchte, was die Philosophie des Nationalsozialismus war. Es ist bisher kaum gelungen, diesen Zirkel zu durchdringen. Eigentlich weniger. Der Nationalsozialismus ist nicht nur kein philosophisches Problem geworden, sondern es wird abgestritten, in der Regel, dass er eins sein könnte. Im bisher einzigen Schwerpunkt zum Nationalsozialismus der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Philosophie ist auch kein Artikel von jemandem verfasst worden, der eigentlich Philosophie studiert hätte. Und der Rechtswissenschaftler und Richter Gerion Wolters schreibt darin einen Artikel über Philosophen im Nationalsozialismus und darin formuliert er wie folgt, Zitat, vorweg sei gesagt, verbrecherische Schurken finden wir unter ihnen nicht, anders als bei zum Beispiel Juristen und Medizinern. Auschwitz wurde nicht von Philosophen betrieben. Eine nationalsozialistische Philosophie im Sinne grundlegender philosophischer Vorgaben hat es nicht gegeben. Das Interesse führender Nationalsozialisten an der Philosophie war gering. Zitat Ende. Ähnliches finden wir auch auf der Homepage des Marburger Philosophischen Instituts. Dort heißt es über den bereits erwähnten Professor Julius Ebbinghaus, der ja die ganze Nazizeit hindurch lehrte und forschte, er sei, Zitat, als Kantianer frei von nationalsozialistischer Belastung, Zitat, gewesen. Wenn das stimmt, dann brauchen wir den Teufelskreis gar nicht zu durchdringen, denn es gibt ohnehin nichts zu finden. Es gab kein Paradigma nationalsozialistischer Philosophie, denn die Führungsklicke war nicht an ihr interessiert, hatte keine Verwendung für sie. Man könnte das so verstehen, dass das im Grunde zwecklose Reflektieren der Philosophie über die großen Fragen nicht zum Machterhalt beiträgt, dass der methodische Zweifel nicht zur totalitären Herrschaft taugt. Wissenschaft und Ideologie schließen sich aus,
Und deshalb kann es keine politisierte Philosophie geben. So scheint zum Beispiel Wolters das offensichtlich zu meinen. Die Konsequenz folgt sofort. Philosophen waren keine verbrecherischen Schurken. Sie waren keine Täter. Die Philosophie blieb unschuldig und unbelastet. Wie sollte auch die Liebe zur Weisheit mitverantwortlich sein können für millionenfachen Mord? Die Alternative, die hier aufgemacht wird, ist entweder Philosophie oder Nationalsozialismus. Beides ginge nicht. Die Frage nach nationalsozialistischer Philosophie sei streng genommen sinnlos. So unplausibel ist das nicht. Anders als die von Wolters bemühten JuristInnen oder MedizinerInnen haben PhilosophInnen kaum instrumentelle Fähigkeiten, die für diesen oder jenen Zweck nutzbar gemacht werden könnten. Sie können lesen und schreiben und haben Übung darin, sich auf die Gedanken anderer Leute einzulassen. Keine Fähigkeit, die dem Nationalsozialismus von großem Nutzen gewesen wäre. Letztlich können sie vielleicht noch Rechtfertigungen für bestimmte Handlungen geben. Sie können eine Moral begründen, aus der Verbrechen nicht mehr als solche erscheinen. Aber braucht eine starke politische Bewegung mit charismatischen Führern dafür akademische Experten in verstaubten Talaren und mit komplizierten Ausdrücken? Der Chemnitzer Professor und Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Lothar Fritze, verneint diese Frage. In einem Anfang letzten Jahres veröffentlichten Aufsatz fragt er, hatten die Nationalsozialisten eine andere Moral? Und er kommt zu der überraschenden Feststellung, nein. Er betrachtet zwar keine akademischen Philosophen, sondern fast ausschließlich Äußerungen Adolf Hitlers, aber sein Fazit ist, den Nazis kann gerade deshalb moralisches Versagen vorgeworfen werden, weil sie die gleichen Grundnormen wie wir heute hatten. Ihre Fehler waren keine philosophischen, sondern sie hatten aufgrund ihrer Ideologie falsche außerphilosophische Annahmen. Mit diesen fütterten sie ein eigentlich intaktes Moralsystem und kamen damit fälschlicherweise zu den Schlüssen, dass sie das Tötungsverbot in Bezug zum Beispiel auf jüdische Menschen ignorieren dürften. Damit sagt er, dass aller Nationalsozialismus außerphilosophisch sei und da, wo die Nazis im Modus der Philosophie dachten, sie davon eigentlich unbelastet waren. Im Grunde läuft damit auch seine Argumentation darauf hinaus, dass sie entweder philosophisch oder nationalsozialistisch dachten und dass zwei voneinander verschiedene Dinge blieben. Ich werde nun zunächst einige Punkte aufzählen, um zu zeigen, dass es sehr wohl eine Philosophie im Nationalsozialismus gab und auch ein wechselseitiges Interesse. Im zweiten Schritt werde ich gegen Fritzes Behauptungen argumentieren, dass die Nazis eine ähnliche Ethik wie wir heute gehabt hätten. Dabei werde ich versuchen, gute Gründe dafür zu liefern, dass es so etwas wie eine spezifisch nationalsozialistische Philosophie tatsächlich gab. Damit ist dann auch das Entweder-Oder, welches Wolters behauptet, nicht mehr haltbar. Und zum Schluss werde ich noch versuchen, was dazu zu sagen, was das eigentlich bedeutet. Zuerst also zur Existenz der Philosophie im Nationalsozialismus. Auch wenn wir dazu ja schon ein bisschen was auf Marburg gemünzt gehört haben. Betrachtet man die Geschichte der akademischen Philosophie im sogenannten Dritten Reich, so kann man feststellen, das war Business as usual. Die Institute und Fakultäten wurden nicht geschlossen, die Vielzahl an Fachzeitschriften wurde nicht eingestellt, die akademischen Vereinigungen blieben erhalten und selbst bei den Seminar- und Vorlesungstiteln von den späten 20ern in die 30er hinein kann man eigentlich keine Veränderung feststellen. Mit der Machtübernahme durch die Nazis 1933 erfolgte kein Beben, das die Liebe zur Weisheit erschüttert oder bedroht hätte. Freilich war die alte universitäre Ordnung und ihre Ordinarien ohnehin deutlich weniger demokratisch ausgerichtet, als dies heute der Fall ist. Ein Großteil der Professoren damals war gegenüber der Weimarer Demokratie, unabhängig davon, ob man sie als sozialistisch oder liberal verstand, kritisch bis feindlich eingestellt. Revanchistische, monarchistische und völkische Einstellungen waren verbreitet und damit war die Universität kein Ort, an dem sich großer Widerstand geregt hätte. Zudem die Studierenden selbst, damals fast ausschließlich männerbündlerisch in Verbindungen und Burschenschaften organisiert, meistens eine treibende Kraft des Nationalsozialismus waren. Bis 1945 bekleideten, je nach Zählung, ungefähr 200 ausschließlich männliche Philosophen eine universitäre Stellung.
Von diesen waren etwa 2/3 Mitglied der NSDAP oder einer anderen nationalsozialistischen Organisation. Lediglich 2 wissenschaftliche Strömungen wurden vollständig aus der akademischen Philosophie verdrängt: der Marxismus und der logische Positivismus. Zusammen mit den jüdischen AkademikerInnen mussten knapp 2 Dutzend Philosophieprofessoren die Universität und das Land verlassen. Insgesamt sollen ca. 15% aller Lehrpersonen von den Nazis aus der Uni vertrieben worden sein. Diese Stellen wurden neu besetzt. Die Berufungsverfahren waren dabei oft dezidiert politische. Ebenso wurden an vielen Universitäten die Rektoren neu besetzt. Hier in Marburg haben wir schon gehört, es ist der Psychologe und Philosoph Erich Rudolf Jentsch geworden. Und in Frankfurt zum Beispiel schon 1933 Ernst Krieg, Professor für Pädagogik und Philosophie. Auch nicht vergessen darf man, dass bereits im März 1933 300 Professoren zur Wahl der NSDAP aufriefen und dies im November desselben Jahres im Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler bekräftigten. Darunter waren erstaunlich viele Marburger Philosophen, wie zum Beispiel, haben wir schon gehört, der damalige Dekan Dietrich Mahnke oder der gerade in Marburg fertig habilitierte Hans-Georg Gadamer. Das prominenteste Dokument, welches zur Einschätzung der politischen Gesinnung der Philosophen zu Rate gezogen werden sollte, ist eine Zusammenstellung von 84 Einzeldossiers, die der Sicherheitsdienst der SS bis Sommer 1943 anfertigte. Der Bericht erfasst vor allem Professoren, vereinzelt aber auch vielversprechende Mitarbeiter und sortiert diese in 6 Kategorien entlang eines politischen Spektrums. Über die Hälfte der untersuchten Personen fallen in positiv zugeordnete Kategorien. Immerhin 16 von 84 werden als nationalsozialistische Philosophen geführt. Hinzu kommen 25 politisch positive Professoren, unter ihnen auch der bereits erwähnte Julius Ebbinghaus. Daneben 25 Indifferente, zu denen ebenfalls einige echte Nazis gehören, sowie zahlreiche Unterzeichner des erwähnten Bekenntnisses. Indifferent kann also nicht opportunistisch oder unpolitisch bedeuten, sondern dass sie sich aus der Sicht der SS nicht genügend außerakademisch hervorgetan haben. Und am Ende des Spektrums stehen lediglich 12 liberale und 13 konfessionell gebundene Professoren. So kritisch wie dieser Bericht zu bewerten ist, weil er hauptsächlich auf Denunziationen und auch ziemlich vielen so innerakademischen typischen Streitereien basiert, zudem auch sowas wie das von Jentsch sicherlich zu werten ist, zeigt er doch, dass die Mehrheit der Philosophen nach den Säuberungen dem Nationalsozialismus wohlwollend gegenüberstand. Wendet man den Blick von der Universität weg, fallen vor allem 3 größere Projekte auf. Zuerst ist dabei das Amt Rosenberg zu nennen. Die nach ihrem Leiter Alfred Rosenberg benannte Parteidienststelle war dafür zuständig, die nationalsozialistische Idee in allen staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen zu verankern. Hier liefen dabei Fäden des Versuchs zusammen, die, Zitat, deutsche philosophische Tradition von einem spezifisch nationalsozialistischen Standpunkt aus zu reinterpretieren. Zitat Ende. In Konkurrenz dazu stand die größte Wissenschaftsorganisation des NS, der wissenschaftliche Arm der SS, die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe. Diese beeinflusste zum Beispiel massiv die Kant-Studien, eine der ältesten und wichtigsten philosophischen Fachzeitschriften der Zeit. Eher unbekannt hingegen ist der sogenannte Kriegseinsatz der deutschen Geisteswissenschaften. Dieser wurde 1940 gestartet, um dem Ausland die Überlegenheit Deutschlands, Zitat, nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in der Studierstube, Zitat Ende, zu demonstrieren. Die Philosophie entwickelte sich in diesem Projekt zur größten Sektion. Nur ihr gelang es in diesem Rahmen, eine internationale Konferenz abzuhalten. Doch noch vor Kriegsende wurde dieser Kriegseinsatz wieder beendet, und zahlreiche in diesem Rahmen entstandene Bücher verließen nie die Druckereien, da auf sie bereits alliierte Bomben fielen. Ich habe nun einige Punkte aufgezählt, um zu zeigen, dass der Nationalsozialismus als Bewegung in der Tat Interesse hatte an Wissenschaft im Allgemeinen und der Philosophie im Besonderen. Das Ziel war es, deutsche Wissenschaften mit großem D hervorzubringen. Dementsprechend wurden in der Philosophie der Einfluss ausländischer und jüdischer Denker denunziert und die Philosophiegeschichte arisiert. Allerdings darf man dies nicht als pure Gesinnungs- oder Abstammungsprüfung missverstehen. Dazu möchte ich ein Beispiel anbringen. Gottlob Frege gilt als einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und war auch schon zu Lebzeiten rund um so
kurz nach der Jahrhundertwende, international berühmt als Erneuerer der wissenschaftlichen Logik. Zudem war er, und das wissen wir aus seinen Tagebüchern, ähnlich wie bei Heidegger, überzeugter Antidemokrat, Rassist, Franzosen- und Frauenhasser und Antisemit. Doch für die deutsche Philosophie mit großem D spielte er kaum eine Rolle. Obwohl er zweifelsfrei Deutscher war, über eine Reputation verfügte und sich bis zu seinem Tod 1925 politisch für deutschnationale Parteien engagierte. Daraus kann man sozusagen im Umkehrschluss schließen, dass deutsche Philosophie mit großem D eine inhaltliche Bestimmung haben muss zusätzlich. Ich fasse das also jetzt erstmal zusammen, diesen ersten Teil. Erstens, der Wissenschaftsbetrieb in der Philosophie sah sich durch den Nationalsozialismus in seiner Normalität kaum gestört. Zweitens, die Vertreibung von Kolleginnen nahm eine Mehrheit ohne jeden Widerstand hin, ebenso wie die politisch motivierte Neubesetzung der frei gewordenen Position. Drittens, diese verbliebene Mehrheit war dem Nationalsozialismus gegenüber weitgehend positiv eingestellt, zumindest aus den Augen der SS. Viertens, zudem nahmen sie an explizit nationalsozialistischen Großprojekten teil, die Philosophie sogar mit besonderem Eifer. Und fünftens, das Beispiel Freges zeigt, dass sich das Adjektiv Deutsch dabei nicht in Abspannung und Gesinnung erschöpft und dass nationalsozialistische Philosophie eben nicht nur eine war, deren Vertreter sich politisch bekannten, sondern eine inhaltliche Dimension hat. Thomas Laugstein, der sich Anfang der 90er Jahre intensiv mit der Philosophie im NS beschäftigt hat, stellt dazu fest, Zitat, der NS hat die Vernunft als höhere Instanz keineswegs zerstört. Philosophieprofessoren arbeiteten daran, in den herrschenden Vorstellungen über das Vernünftige, das egalitäre und universalistische Moment auszuschalten, rassistische Akzente zu setzen und die im Sinne des NS-Staats Unvernünftigen auszuschließen. Was also war das Selbstverständnis einer solchen nationalsozialistischen Vernunft? Ich komme zum zweiten Teil und werde nun 5 Punkte diskutieren, die gängige Vorurteile und Missverständnisse gegenüber nationalsozialistischer Philosophie darstellen. Leiten werden uns dabei die Irrtümer des Totalitarismusforschers Lothar Fritze. Erstens, Kontinuität oder Bruch? Bekannt ist die Rede vom doppelten Bruch 1933 und 1945. Die Nazis tauschten, kaum waren sie an der Macht, alles durch ihre Ideologie aus und 1945 wurde diese in der Stunde Null wieder komplett hinausgekehrt. Oder während der Entnazifizierung. Verbunden ist damit das sogenannte Sandwich-Argument. Akademiker bekannten sich lediglich im Vor- und im Nachwort zum Nationalsozialismus und ihr eigentliches Werk blieb unberührt, die Autoren unbelastet. Das noch nie dagewesene Ausmaß der Verbrechen des Nationalsozialismus macht die Rede von so einem Bruch plausibel. Lothar Fritze hingegen sieht das Dritte Reich ausgerechnet auf moralphilosophischer Ebene in Kontinuität zum Rest der Geschichte. Denn er behauptet, dass selbst Hitler oder SS-Chef Himmler ein ethisches Grundgesetz, wie zum Beispiel das Tötungsverbot, grundsätzlich gegenüber allen Menschen respektiert hätten. Er sieht seine These gerade in dem Aufwand bestätigt, den die Nazis betrieben, um die Außerkraftsetzung dieses Gebots gegenüber, zum Beispiel Jüdinnen, besonders zu begründen. Den Antisemitismus sieht er dabei als eine außerphilosophische Begründung, die auf der Behauptung falscher Tatsachen basiere. Schaut man sich jedoch akademische Texte an, also akademische, stößt man auf etwas anderes. Zum einen wird auf aktuelle philosophische Debatten Bezug genommen und sich in eine Philosophiegeschichte eingeordnet. Zum anderen wird eben diese heftig kritisiert. Der eigene Beitrag wurde von den Autoren oft in einem Gestus des Jetzt endlich gegen alles Bisherige in Stellung gebracht. Es wird sich dabei vor allem gegen den Rationalismus, ausgehend von René Descartes, gewendet, der die Welt in geistig und materiell trennte. Die Nazis stellen dem eine einheitliche, ganzheitliche, organische Weltsicht entgegen oder Weltanschauung, wie das tatsächlich von den Nazis dann so verwendete Wort heißt. Der damals Breslauer, Philosophieprofessor August Faust formuliert das so, Zitat, die grundsätzliche Übereinstimmung der geschichtlichen Untersuchungen belegt,
dass von jeher im deutschen Denken Kräfte bereit lagen, die wir Nationalsozialisten heutzutage als ganz besonders uns artgemäß und als zeitgemäß empfinden. Obwohl sie bisher noch niemals im Ganzen wirken konnten, weil in der bisherigen Geschichte die Zusammenfassung aller Kräfte Großdeutschlands fehlte, die wir erst dem Führer verdanken. Zitat Ende. Die Prekarität einer solchen fundamentalen Umdeutung und Kritik an der Philosophiegeschichte ist Ihnen dabei bewusst. So schreibt der schon erwähnte Marburger Jentsch, dass Kolleginnen im Ausland erst noch überzeugt werden müssten, Zitat, dass unserem neuen deutschen Kulturwillen alles andere zugrunde liegt als Barbarentum. Zitat Ende. Und damit meint er eben Wissenschaftlichkeit. Die nationalsozialistischen Philosophen wollten den Bruch mit dem bisherigen. Ihnen ist zugleich klar, dass dieser Bruch schwer vermittelbar ist. Oft geben sie sogar zu, der Nationalsozialismus ist nur vom Standpunkt eines Nationalsozialisten aus überhaupt begründbar. Deshalb auch sei letztlich der Krieg nötig, um ihn zu legitimieren. Er ist für sie ein Präventivkrieg, der verhindern soll, dass das frisch erwachte deutsche Denken abermals vom Ausland unterdrückt wird. Es hilft daher, denke ich, statt von Kontinuität oder Bruch, von einer Transformation im Sinne Thomas Kuhns zu reden. Kuhn zufolge, das ist ein Wissenschaftsphilosoph des 20. Jahrhunderts oder des Mitte des 20., ereignen sich in der Geschichte der Wissenschaft immer wieder Revolutionen oder Paradigmenwechsel, die zu einer radikalen Neubewertung der bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen führt, etwa Galileo oder Darwin. Für gewöhnlich vollzieht sich solch ein Wandel unbewusst. Im Fall des Nationalsozialismus handelt es sich allerdings um eine absichtlich herbeigeführte wissenschaftliche Revolution. Wichtig für diesen Begriff ist, eine wissenschaftliche Revolution legitimiert sich ausschließlich darüber, dass sie gelingt und ein neues Paradigma etabliert. Scheitert sie, so zeigt Kuhn, gilt sie der Nachwelt als Irrtum, Irrglaube und lächerlich. Der NS ist gescheitert, allerdings vorrangig militärisch. Im Anschluss an meine Ausführungen im ersten Teil möchte ich sagen, dass wir es weder mit Kontinuität noch mit Bruch zu tun haben, sondern eben mit einer solchen sich langsam vollziehenden und vorzeitig abgebrochenen Transformation. Aber wie begründet Fritze seine konträre These von der Kontinuität? Kommen wir zum zweiten Punkt. Universalismus und Rasse. Fritze zufolge sind die Nationalsozialisten Universalisten wie wir oder wir. Universalismus bedeutet hier, alle Menschen als Gleiche zu betrachten. Das heißt, jedes Individuum als Teil der die ganze Menschheit umfassenden ethischen Gemeinschaft zu sehen. Die Menschenrechte zum Beispiel verstehen sich als universalistisch. Nicht universalistisch ist es zum Beispiel, die Welt in Kulturkreise einzuteilen und zu sagen, der Westen denke und handle halt so, der Orient handle so und das gründe in deren Wesen, in ihren Traditionen oder der Rasse. Und die Mitglieder dieser partikularen Gemeinschaften werden mit den zugehörigen Denkrichtungen identifiziert, ob sie wollen oder nicht. Universalistische Vorstellungen hingegen basieren auf der Überlegung, dass es Sätze gibt, denen alle Menschen freiwillig zustimmen oder zustimmen müssen. Sie müssen so formuliert sein, dass sie von jedem Standpunkt aus als gut und gerecht angesehen werden. Man könnte dies das Kriterium der Universalisierbarkeit nennen. Eine solche Verallgemeinerung ist selbstverständlich immer hypothetisch. Die allgemeine freiwillige Zustimmung wird unterstellt. Der Universalismus versucht seine Begründungen daher aus abstrakten Vorstellungen über das Menschsein zu ziehen und so wenig wie möglich auf konkrete Lebenssituationen zu gründen. Dazu müssen zunächst Aussagen über den Menschen an sich getroffen werden, was sicherlich problematisch ist. Der Vorteil ist, dass diese Eigenschaften dann wirklich allen geborenen Menschen zukommen, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihren Überzeugungen. Fritze behauptet nun, dass die Nazis Universalistinnen in eben diesem Sinne gewesen seien. Er nennt als Beispiel das Selbstbehauptungsrecht der Völker. Dieses sei kulturübergreifend gültig gewesen. Die Deutschen hätten es nicht mehr oder weniger in Anspruch genommen in ihrem totalen Krieg, in dem sie gegen Juden, Franzosen und Bolschewisten gekämpft haben, als eben genau diese, die haben ja versucht, Deutschland zu unterdrücken.
Ich denke, das entlarvt sich recht schnell als Unsinn. Fritze selbst widerspricht sich einmal, wenn er darauf hinweist, dass die Nazis die Völker der Welt in einer strengen Hierarchie anordnen, bei denen die nordischen Völker, nordischen Menschen, ganz oben stehen, so wie die nordischen Hühner, und alle anderen eben darunter. Die ständige Betonung des Deutschen, und das finden wir bei den Akademikern, die Erklärung, dass es sich nicht um Volk an sich handle, sondern ganz konkret um das deutsche Volk und einzig das deutsche Volk, da versagt das Kriterium der Universalisierbarkeit. Volk oder Nation an sich ließen sich verallgemeinern. Dann wäre es das je eigene Volk oder die je eigene Nation. Allerdings wenden sich die Nazis ausdrücklich gegen einen solchen, fast schon liberalen Gedanken. Wir können diese These Fritzes also getrost zurückweisen. Die Frage, ob Universalismus oder nicht, ist jedoch philosophisch höchst interessant, denn sie betrifft die Reichweite unserer ethischen und allgemein philosophischen Überzeugungen. Heute ist der Universalismus der Menschenrechte zum Beispiel auf vielerlei Arten in der Kritik. Die Vorstellung eines Menschen an sich kann man als kapitalistische Ideologie, als eurozentristische weiße Sicht oder auch als männlich-chauvinistisches Konzept zurückweisen. Ohne uns hier ins Detail gehen zu wollen, ist es heute kein radikaler Bruch mehr und legitimerweise kein radikaler Bruch mehr, den Menschheitsuniversalismus in Frage zu stellen. Aber auch jenseits ist es die Frage, ob ethische Überzeugungen tatsächlich für alle Menschen die gleichen sein müssen. Sollten nicht alle Betroffenen bei solchen Fragen ein Wort mitzureden haben? Wie organisiert man dann einen globalen Dialog? Oder müssen die Einheiten kleiner gefasst werden? Die Nazis liefern nun mit ihrem Konzept von Volk und Rasse eine sehr spezifische Variante der Reichweite, die auf das Feld der Natur, auf das Feld der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse Bezug nehmen. Bei dem Nazi Gerhard Hennemann liest sich das etwa so: Wenn es im Gehirn eine Verbindung von Körper und Geist gibt, und das hat spätestens die Psychologie zu dieser Zeit irgendwie herausgefunden, dann ließe sich daraus folgern, Zitat, dass auch das Wertreich irgendwie gebunden ist an einen Leib, eine Sippe, eine Rasse, also einen biologischen Unterbau hat. Daraus leiten wir nun keinen flüchtigen Wertrelativismus ab, sondern einen gesunden Realismus, der auch in der Ethik dem Rechnung trägt, was ist. Zitat Ende. Damit meint er, dass die Angehörigen unterschiedlicher Rassen zwingend anders denken müssen und nicht anders können, weil sie ja einen anderen biologischen Unterbau haben. Und da bekommt auch, dass der Nationalsozialismus von anderen nicht verstanden werden kann, einen anderen Ton. Das ist sicherlich kein Universalismus, aber vielleicht muss man ihre Rede davon, dass das auch kein flüchtiger Relativismus sei, ernst nehmen. Man könnte jetzt sagen, wie Fritze, dass solche falschen naturwissenschaftlichen Annahmen in der Moralphilosophie oder Politik gar nichts zu suchen hätten und sich damit so eine Konstruktion eben als völlig unphilosophisch erweist. Doch ist eine Verquickung und interdisziplinäre Diskussion unerlässlich und immer höchst kontrovers. Das zeigt zum Beispiel die Tierrechts- oder auch die Abtreibungsdebatte, die keineswegs weder allein auf dem Feld der Naturwissenschaft noch auf dem Feld der Ethik entschieden werden könnte. Gut, der Nationalsozialismus ist also kein Universalismus. Hätte Fritze nicht das Gegenteil behauptet, hätten wir uns diese Frage wohl nie gestellt. Aber was ist er dann? Kollektivegoismus, das ist jetzt der dritte Punkt, oder historische Aufgabe? Wenden wir uns Fritzes Vorschlag zu, den er selber dann nämlich unterbreitet, den Nationalsozialismus als einen partikularen Utilitarismus zu begreifen. Ignorieren wir den offensichtlichen Widerspruch zu seiner Universalismus-These? Denn Utilitarismus klingt vielleicht gar nicht so falsch, wenn man sich an nationalsozialistische Parolen erinnert, wie gut ist, was dem deutschen Volke nützt. Und wenn man bedenkt, dass der lebende Philosoph Ottfried Höffe den Utilitarismus, der ja einen sehr einseitigen Blick auf den Nutzen hat, auch als Kollektivegoismus bezeichnet. Kurz gesagt fordert der Utilitarismus, sein Handeln auf das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl auszurichten. Das bedeutet, bei möglichst vielen Menschen Lust zu vermehren und ihre Unlust zu vermeiden. Sie alle kennen sicherlich Gedankenexperimente der folgenden Art. Eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht 5 Personen zu überrollen.
Durch Umstellen einer Weiche kann die Straßenbahn auf ein anderes Gleis umgeleitet werden. Unglücklicherweise befindet sich dort eine weitere Person. Darf durch Umlegen der Weiche der Tod einer Person in Kauf genommen werden, um das Leben von 5 anderen zu retten? Dieses von der britischen Philosophin Philippa Foot eingeführte Problem stellt sich die Frage, überwiegen die Bedürfnisse vieler die Bedürfnisse weniger? In der Regel meint man, dass die utilitaristische Position sagen würde, ja, die Bedürfnisse vieler überwiegen und in kritischen Situationen darf auch der Tod weniger in Kauf genommen werden. Fritze behauptet nun, die Nazis hätten sich in einer ähnlichen Situation wie der mit der Straßenbahn gewähnt. Der Nationalsozialismus würde all sein Handeln auf das Glück, den Erhalt und die Vermehrung des deutschen Volkes ausrichten. Der Zweite Weltkrieg sei daher eine präventive Antwort auf die von ihnen wahrgenommene Bedrohung durch die jüdisch-bolschewistische Straßenbahn gewesen. Diese hätte in der Zukunft den Bestand des deutschen Volkes bedrohen können. Die Zahl der möglichen glücklichen arischen Kinder in der Zukunft würde dabei die Kriegstoten ausgleichen. Solch eine Rechnung hätte dem Krieg zugrunde gelegen. Diesen Gedanken möchte ich zurückweisen. Erstens ist es in der Utilitarismusdebatte höchst umstritten, ob die Spekulation über mögliche zukünftige Generationen in solche Kalküle einfließen darf. Zweitens misst der Utilitarismus dem Leben des Individuums eine sehr große Bedeutung zu. Die Nazis hingegen haben nachweislich der Vernichtung des europäischen Judentums eine größere Bedeutung zugewiesen als dem eigenen Überleben. Also selbst der Kollektiv-Egoismus kann hier in Frage gestellt werden. Drittens widerspricht das Denken in solchen rationalen Kalkülen und Rechnungen der nationalsozialistischen Philosophie. Und diesen dritten Punkt möchte ich besonders betonen. Die Nazis vollbrachten in logistischen und im weitesten Sinne technischen Fragen furchtbare Höchstleistungen. Ging es um die Umsetzung ihrer Ziele, waren sie zu äußerst rationalen Urteilen fähig. Für Werturteile verbaten sich die Nazis jedoch solche Rationalität. Hennemann, den wir ja eben schon gehört haben, schreibt, Zitat, das Werten jedoch liegt außerhalb der Funktion des Verstandes als rationales Erkenntnisvermögen, denn es bedeutet eine Beziehung zur seelischen Totalität des Subjekts. Zitat Ende. Nicht die Vernunft allein leitete die Nazis, sondern Instinkt, wie sie sagen, und die diffuse Vorstellung einer historischen Aufgabe, die das deutsche Volk zu vollbringen habe. Ihre Vernunftkritik sehen sie dabei durchaus in der Tradition von Kants berühmter Kritik der reinen Vernunft. Dort hatte Kant auf die inneren Grenzen der Vernunft verwiesen, dass es Dinge gäbe, die sich der Anschauung der Vernunft entziehen. Den Nazis geht es darum, die Beschränktheit dieser Vernunft oder die Beschäftigung mit so einer Beschränktheit der Vernunft weiter aufzuzeigen und weiterzuführen und vor allem ihr praktische Konsequenzen folgen zu lassen. Den Begriff der Aufgabe oder Mission finden wir dabei in zahlreichen philosophischen Texten. Letztlich geht es bei dieser Mission nicht um Erfolg, sondern einzig und allein um die innere Geisteshaltung, darum sein ganzes Leben zum Martyrium für diese Aufgabe zu machen. Der totale Krieg war ein leidenschaftliches Opfer, welches das Volk dem Konstrukt des Deutschen darbrachte. Von einem kalt berechnenden Utilitarismus, der irgendwie Tote und Lebende miteinander aufwiegt, kann hier nicht die Rede sein. Was ist unter diesem Opfer zu verstehen? Das möchte ich im vierten Punkt erläutern. Freiheit und Gleichheit oder Volk. Im Utilitarismus als auch im Universalismus und im Rationalismus und in jeder Menge anderer Ismen spielt das einzelne Individuum eine große Rolle. Das Individuum und seine Vernunft ist Ausgangspunkt für all diese philosophischen Konzepte und politischen Systeme. Nicht so im Nationalsozialismus. Ernst Huber wirft der Weimarer Republik in seiner Verfassungsgeschichte des Großdeutschen Reichs von 1939 vor, Zitat, Volk war ihr keine organisch gewachsene Einheit, sondern eine Summe freier Individuen. Das Volk wurde also vom Einzelnen her aufgebaut, der Einzelne nicht als Glied eines Ganzen begriffen.
Nun war der Begriff der bürgerlichen Freiheit ein negativer Begriff. Er verneinte die Bindung durch Volk, Staat und Gemeinschaft, ohne jedoch positive Werte und Kräfte zu bezeichnen, die den Raum der persönlichen Freiheit ausfüllen konnten. Das Bekenntnis zur individuellen Freiheit verdeckte nur den Mangel eines einheitlichen und verbindlichen Grundwerts und hatte daher keine einigende und ordnende Kraft. Zitat Ende. Die Nazis hielten nichts von diesem kleinsten Teil der Gesellschaft. Sie hielten nichts von einer Gesellschaft überhaupt, die sich als nur über Verfahren und Dialog einigende Nicht-Einheit dieser Einzelnen verstand. Für sie stand an erster Stelle die amorphe, nicht greifbare Einheit des deutschen Volkes, aus der sich alles andere ableitete. Auch hier kann man wieder sagen, dass das atomisierte Individuum nicht wurde und wird nicht nur von Nazis kritisiert. Die sozialen Bewegungen haben das vereinzelte Individuum schon immer entweder beklagt oder seine Existenz abgestritten, es als bürgerlich, männlich oder weiß kritisiert und manchmal sogar Alternativen vorgeschlagen. So wie auch die Nazis auch eine interessante Alternative vorschlagen. Die Stoßrichtung der nationalsozialistischen Kritik erscheint also zunächst legitim. Allerdings diskutieren die Nazis nicht zum Beispiel über eine wechselseitige dialektische Abhängigkeit von Individuum und Gesellschaft, dass das eine nicht ohne das andere bestehen oder erklärt werden kann. Man könnte ganz im Gegenteil sagen, sie fordern einen radikalen Konformismus, ein völliges Aufgehen und Eingliedern des Einzelnen in die Gemeinschaft. Das erste Opfer, das das Individuum und damit alle für die historische Aufgabe zu bringen haben, ist das ichhafte Selbst, wie es der Breslauer Professor Karl Fried Graf Durkheim formulierte. Der hat nach 1945 eine Karriere als Zen-Meister gemacht. Wenn nicht mehr dieses ichhafte Selbst, das eigenständige, vielleicht egoistische Individuum im Mittelpunkt steht, geht auch der liberale Freiheitsbegriff verloren. Denn dieser besteht gerade in der relativen Autonomie des Einzelnen, in dieser negativen Freiheit, darin, dass sich das Individuum zwar in Gesellschaft mit anderen befindet, aber es eine Sphäre besitzt, in der es tun, lassen und denken kann, was es will. Oder eine solche Sphäre zumindest besitzen soll. Und diese Sphäre sich mindestens auf den eigenen Kopf beschränkt. Allerdings hatte ich schon eben auf die universalistischen Annahmen über den Menschen an sich hingewiesen. Eine der zentralen Annahmen dieser Art ist die gleiche Vernunftbegabtheit aller Menschen. Sie sind nicht nur im gleichen Maße zur Vernunft fähig, sondern bei allen folgt die Vernunft denselben logischen Regeln. Aus diesem logischen Vernunftgebrauch wird gefolgert, dass alle Menschen zur Einsicht gelangen können, dass sie, um ein gutes Leben führen zu können, ihre absolute Freiheit zu einem Grad einschränken müssen, um mit anderen verlässliche soziale Beziehungen eingehen zu können. Berühmt geworden ist dafür Hegels Formel: Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Und ich meinte ja auch vorhin schon, dass man, dass Universalismus davon ausgeht, dass es Sätze gibt, denen alle Menschen freiwillig zustimmen müssen, wenn sie eben diese logischen Gesetze anwenden und nicht irrational sind, was ja schon eine komische Konstruktion ist. Und der bereits erwähnte August Faust, den habe ich auch schon mal zitiert, kritisiert das und formuliert einen ganz anderen Freiheitsbegriff. Denn in dieser Formel von Hegel gäbe es, Zitat, keine eigentliche Freiheit. Alles, was der Mensch tut, ist rechter Gebrauch der gegebenen Mittel, das ist dann die Freiheit, oder deren Missbrauch als Unfreiheit. Also man hat im eigentlichen Sinne gar keine Wahl, sondern es ist eben vorgegeben, was man zu tun hat, und wenn man sich dem verweigert, dann missbraucht man Mittel und einem wird die Wahl sozusagen gar nicht erst zugestanden, sagt er. Es ist nur eine Freiheit des Verhaltens, aber keine Freiheit der Existenz selber. Nur eine Freiheit mit Bezug auf das, was man hat und will oder tut, nicht aber eine Freiheit dessen, was im tiefsten Wesen ist. Zitat Ende. Faust fordert im Gegenzug, eine Freiheit, die sich eben nicht auf Handlungen bezieht, keine Moral, die bestimmte Taten verbietet und andere gebietet. Stattdessen konstruiert er einen Freiheitsbegriff, der darauf basiert, sich gegen eine solche individuelle Autonomie entscheiden zu können. Also eine Freiheit, die darin besteht, dass man eben nicht zustimmen muss, sondern eben auch irrational sein kann. Wenn ich etwas überspitzen darf, er ruft dazu auf, den eigenen Willen durch den einer anderen überindividuellen Wesenheit zu ersetzen und sich ganz in den Dienste dieser Wesenheit zu stellen.
Es ist ein Aufruf gegen die falsche, oberflächliche Freiheit der Individualität und das Plädoyer für die Freiheit, die sich einstelle, wenn man sich ganz in einem größeren Ganzen auflöse. Dieser Freiheitsbegriff von Faust hat in der Tat nichts mit der Freiheit, die in Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit anklingt, und ist dennoch in Bezug zu dieser gedacht, nämlich als Kritik und Alternative. Ja, damit kommen wir auch schon zum fünften und letzten Punkt, bei dem ich auf einen seltsamen Widerspruch im nationalsozialistischen Denken hinweisen möchte. Abstraktion und Allgemeinheit und Antisemitismus. Die Nazis lehnen die Vorstellung eines Menschen an sich ab. Das habe ich schon gesagt. Vorhin erwähnte ich auch, sie verweigern sich der normalen nationalistischen Rede von Nation oder Volk an sich. Sie lehnen die Vorstellung einer universellen Vernunft ab und stellen dagegen eine ganzheitliche, organische Vernunft, wo alles irgendwie eins ist, die aus einer Verbindung rassistisch begriffener Körper und einer spezifisch eigenen Kulturgeschichte hervorgeht. Was hat das, was die Nazis ablehnen, gemeinsam? Es sind Abstraktionen. Es sind abstrakt gedachte, nicht in der Wirklichkeit vorfindliche Dinge. Es ist unmöglich, auf einen Menschen an sich zu zeigen, sondern immer nur auf je konkrete Menschen, und genau die wollen die Nazis angeblich in den Mittelpunkt stellen, konkrete Menschen. Es handelt sich lediglich um einen Begriff, etwas, das man in Anführungszeichen stellt. Die Philosophie sieht eine ihrer Hauptaufgaben darin, sich mit solchen Begriffen zu beschäftigen, ihre Bedeutung, ihren Sinn und ihre Verwendung zu erklären. Die Nazis hingegen lehnen solche Begriffe ab. Diese Begriffe können nämlich als Teil einer rein intelligiblen Welt verstanden werden. Dazu müsste man die Welt zweiteilen, wie das Descartes eben gemacht hat, in eine Welt der Dinge und eine der Gedanken. Dass die Nazis so eine Trennung und eben auch Descartes ablehnen, habe ich gesagt. Und man findet bei ihnen verschiedene Versuche, den abstrakten Begriff durch etwas anderes zu ersetzen. Nun könnte man sagen, dass sich doch spätestens jetzt die nationalsozialistische Art zu denken als unphilosophisch entlarvt, wenn sie sogar Begriffe vermeiden will. Doch der Streit um Abstraktionen, ob man sinnvollerweise vom Allgemeinen oder vom Ding an sich sprechen kann, ist ein Klassiker der Philosophie. Seit Jahrtausenden findet man immer wieder Positionen, die sich gegen solche Allgemeinbegriffe wenden. Außerdem kommen die Nazis selbst gar nicht ohne Abstraktionen aus. Zwar behaupten sie das Gegenteil, aber was soll ein Begriff wie Volk oder Rasse oder völkische Urkraft eigentlich bezeichnen? Die Nazis verweigern sich zwar vermeintlich leeren Begriffen, und gleichzeitig spielt dann letztlich die Betrachtung von Einzelschicksalen, spielt individuelles Glück kaum eine Rolle. Stattdessen soll gerade dieses dem großen Ganzen und dem Kampf geopfert werden. Der Gegner dieses Kampfes ist ein weiterer, sehr abstrakter Begriff, der viele theoretische Texte durchzieht, der des Jüdischen. Und an dieser Stelle lässt sich vielleicht wieder eine spezifisch nationalsozialistische Wendung eines altklassischen Problems der Philosophie finden. Für die Nazis ist das nämlich kein rein akademisches Problem. Sie streiten im Grunde nicht ab, dass es Abstraktionen in der Welt gibt. Es gibt sie, und sie wollen das ändern. Sie wollen nicht bloß den Rationalismus aus ihren Köpfen streichen, sondern alle, die nicht dazu bereit sind oder unfähig sind, auf die deutsche Art zu denken, mit Waffengewalt dazu zwingen. Und sie wollen diejenigen, die sich für die Quelle dieser falschen Weltsicht halten, umbringen. Ich glaube, es war Moshe Postone, der auf diese Verbindung von Antisemitismus und dem Hass auf Allgemeinbegriffe, dem Hass auf die Lücke zwischen Begriff und Wirklichkeit hingewiesen hat. Postone erklärt dabei den Nationalsozialismus und seine Popularität als gewaltförmige und fast schon trotzige Antwort auf eine Welt, die immer abstrakter, komplexer und unüberschaubarer wird. Wir müssen uns tagtäglich mit abstrakten Dingen wie Geld, Finanzmärkten, Internet und vor allem der Existenz einer globalen Massengesellschaft auseinandersetzen und fühlen uns diesen Dingen oftmals ausgeliefert. In den Texten des Nationalsozialismus springt einen die romantische Sehnsucht förmlich an nach einer nicht entzauberten Welt, nach einer einfachen Welt, in der der Mensch Herr seiner selbst ist, in der alles eine klare Bedeutung hat.
Die Philosophie des Nationalsozialismus ist dabei nicht die Rechtfertigung seiner Verbrechen, als die sie bisher, wenn überhaupt, gelesen wurde, sondern vielmehr ein Teil der Ursachen. Sie ist die Formulierung und Rationalisierung im psychologischen Sinne einer solchen Sehnsucht und Weltsicht, genau, einer solchen Sehnsucht und Weltsicht oder Weltanschauung. Das ist ein romantischer Begriff. Dabei unterscheidet sich die Philosophie der Nazis stark von klassischer Philosophie. Sie drängt in die Welt hinein und auf ihre Veränderung. Und so falsch das ist, was die Nazis wollen, halte ich es für ein Fehlurteil, darin allein schon etwas Unphilosophisches sehen zu wollen. Ich komme nun zum Schluss meines Vortrags. Es war mein Versuch zu zeigen, dass sich die Nazis mit legitimen philosophischen Fragen beschäftigen, die auch heute noch von Aktualität sind. Die Reichweite ethischer Regeln, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, die Frage, worauf unser Handeln gerichtet sein soll. Lothar Fritze behauptet nun, dass der einzige Unterschied zwischen uns und den Nazis außerphilosophische, ideologische und falsche naturwissenschaftliche Annahmen sei. Ich habe hingegen versucht zu zeigen, dass die Nazis vor allem andere philosophische Antworten auf diese Fragen liefern. Ich habe damit versucht, Gründe zu liefern, die These zu verwerfen, es gäbe keine nationalsozialistische Philosophie. Es gab eine Philosophie im NS, der NS als Bewegung hat sich für diese interessiert und es gab Philosophen, die ihrerseits versucht haben, diese Bewegung und ihre Zeit in Worte zu fassen. Auf klassische und bis heute aktuelle Fragen der Philosophie werden spezifisch nationalsozialistische Antworten geliefert. Ob diese brauchbar, wahr oder falsch sind, oder ob ich die vielleicht jetzt als zu kohärent dargestellt habe, spielt im ersten Schritt keine Rolle. Ich denke bereits, diese kurzen und teilweise verkürzten Erläuterungen, die ich in der letzten Dreiviertelstunde vorgetragen habe, sind ausreichend, um die Existenz einer Philosophie im NS und einer Philosophie des NS zu belegen. Die eingangs thematisierte These, dass etwas entweder philosophisch oder nationalsozialistisch sei, ist damit angegriffen oder in dieser starken Form sogar widerlegt. Das, ja, müsst ihr entscheiden. Die Philosophie heute täte gut daran, den Nationalsozialismus und seine Theorien und seine Verbrechen zu einem philosophischen Problem zu machen. Das hieße nicht bloß zu rekonstruieren, historisch zu beschreiben und zu klassifizieren. So etwas macht beispielsweise Wolfgang Bialas in seinem letztes Jahr erschienenen Buch Moralische Ordnungen im Nationalsozialismus. Eine bloße Rekonstruktion birgt mindestens zwei Gefahren. Zum einen tut das einem selbst nicht gut, denn man müsste dazu in einem gewissen Grade wie ein Nazi denken und warum sollte man sich das antun und ihnen diesen Gefallen tun? Zum anderen besteht bei einer philosophisch-historischen Betrachtung das Risiko, dass wir das Thema letztlich abhaken. Die Forschungslücke ist geschlossen, fertig. Das wäre fatal. Stellen wir uns dazu vor, es gelänge uns zu bestimmen, was nationalsozialistische Philosophie ausmachen würde. Vielleicht ausgehend von dem, was ich vorgestellt habe. Was hätten wir davon? Was würden wir tun, wenn wir plötzlich feststellten, dass zum Beispiel Heideggers Seine Zeit tatsächlich nationalsozialistische Gedanken enthält? Würden wir aufhören, ihn zu lehren und zu studieren? Würden wir alle seine Schüler als Nazis denunzieren und vielleicht die Lehrerlaubnissen ziehen? Ich glaube nicht, dass das der richtige Umgang ist. Die Frage zeigt, dass selbst ein Konsens darüber, was die Philosophie des NS ist, die Debatte um diese nicht beendet. Es lässt sie im eigentlichen Sinne erst beginnen. Den Nationalsozialismus zu einem philosophischen Problem zu machen, bedeutet zum Beispiel, ihn zu widerlegen, ihn als normatives System zu dekonstruieren und zu zeigen, warum die Nazis eben nicht recht hatten, warum es falsch war und ist, Rassist, Antisemit, Sexist, Kriegstreiber etc. zu sein und für diese Überzeugungen zu morden. Das erscheint vielleicht ungeheuerlich, dass man das erst beweisen müsste, weil es doch selbstverständlich sei. Der Nationalsozialismus ist jedoch ein Denken, das ganz offensichtlich bereits einmal erfolgreich solche Selbstverständlichkeiten angegriffen hat und es darum wieder passieren kann. Jahrhunderte vorher und Jahrzehnte nachher gilt es in philosophischen Lehrbüchern als unumstößlich, dass sich nicht gegen universalistische Gedanken verstoßen lasse, dass sich immer eine Art Minimalmoral finden lasse, auf die sich alle einigen können. Der Nationalsozialismus zeigt, dass das nicht stimmt.
Es reicht daher nicht, ihn militärisch niederzuschlagen oder mundtot zu machen. Stattdessen sollten seine Argumente und Begründungen analysiert und entkräftet werden. Sie sollten nicht als nationalsozialistisch, sondern wenn dann als falsch zurückgewiesen werden. Dafür müssen wir die Mühen der Lektüre der Originaltexte auf uns nehmen. Wir stellen auch heute immer wieder fest, dass es nicht reicht, eine Theorie als rassistisch oder sexistisch zu entlarven, um ihr die Wissenschaftlichkeit abzusprechen. Allein der Blick in die jahrhundertelange diskriminierende Geschichte aller Wissenschaften sollte uns also lehren, dass solche politischen Überzeugungen schon immer Teil des wissenschaftlichen Denkens waren und vielleicht auch immer sein werden. Es zieht uns dabei in gewissermaßen den Boden unter den Füßen weg, wenn wir zugeben, dass Ideologie und Wissenschaft keine sich ausschließenden Gegensätze sind. Doch das Ringen um Wahrheit, der Streit der besseren Argumente, ist auch immer ein Ringen um die Wirklichkeit, deren Interpretation und letztlich deren Veränderung. Die Auseinandersetzung mit nationalsozialistischer Philosophie bietet dabei die Chance, mehr über die Brüchigkeit heutiger Selbstverständlichkeiten zu erfahren. Wie der richtige Umgang mit diesen Texten auszusehen hat, ist eine Frage, über die diskutiert werden muss und auch bei der ich mir sehr unklar bin, wie man mit diesen Texten eigentlich umgeht und wie man die eigentlich zu lesen hat. Aber ich bin überzeugt, dass wir sie weder vergessen noch ignorieren dürfen.